did I bury him? Shit. Okay, weiter geht's. Trevor ist angetrunken und hier vorne ist gerade eine richtig fette lang gelaufen. Ist ja eklig, ey. Putting it right in the spank bank. I'm really trying to get in touch with my inner pelican. Können wir mal auf der Karte gucken, wo wir gerade sind? Okay, gucken wir mal, wo können wir denn hin? Was haben wir denn hier? Was war das denn gleich? Ach, die Garage. So, hier haben wir ein kleines B, so ein Neben. Nebenmission hier und hier auch. So, wo sind wir gerade? Ah, hier ist was. Aber auch nur eine Nebenmission, oder? Ja. Hier drüben auch. So, wo sind wir jetzt gleich? Ich hab schon wieder vergessen, wo waren wir denn? Bin ich blöd? Wo sind wir denn? Warte mal. So, Tattoo-Studio. Spieler. Ah, da drüben, okay. Ja, keine Ahnung, wo gehen wir denn hin? Wir können mal zum Tennisplatz fahren. Ist eh gleich in der Nähe. Und eine Hauptmission gibt es anscheinend gerade nicht. Also fahren wir erstmal zum Tennisplatz und ansonsten machen wir eine Nebenmission, wenn bis dahin niemand angerufen hat oder wenn es bis dahin keine neue Mission gibt. Ach nee. Alter, da will man ans Telefon gehen, da wird man angefahren. So, gehen wir mal ran. Hello. Tally's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend. And you are jumping out of it. Shit. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Das klingt, ob hätten wir eine neue Hauptmission, hä? Gucken wir doch gleich mal auf der Karte, ob jetzt was da ist. Da drüben, da. Zu dem B müssen wir bestimmt. Zum FBI oder FIB, wie es hier so schön heißt. Oh, das ist aber weit weg, ey. Nö, so weit will ich es nie. Aber gab's nicht. Können wir nicht irgendwie ein Taxi rufen? SMS. Unten bei der Hütte, wir gehen. Ja, genau. Oh ne, anrufen will ich da nicht. Aber können wir nicht ein Taxi rufen, das uns hinfährt? Mal schauen. Ich glaube, das ging. So, 2 Minuten warten, dann haben wir ein schönes Taxi. Und ich hoffe, das fährt uns dann direkt dahin auch ein bisschen schneller. Derweile können wir mal gucken, wie viel Geld haben wir. Na? Haben wir gar nicht Geld? Ach doch, hier oben. Ja, okay, auf jeden Fall genug Geld. Wir können ja mal im Handy rumgucken. Hatten wir nicht ein paar Aktien sogar? Okay, da ist gerade das Taxi da. Aber wir gucken mal schnell bei den Aktien rein. Oh ne, das war falsch. Hier, Aktien. Mein Portfolio. Ah, okay, die ist gesunken. Das war nicht sehr viel, aber naja. Hatten wir hier Aktien? Nee. Auch nur ein, was auch gesunken ist. Aber ich glaube, mit Franklin hatten wir ein paar Aktien. So, steigen wir ins Taxi ein. So, Ziel auswählen. Der fährt doch jetzt automatisch zu dem Punkt, oder? Ja, komm, wir überspringen das. Sehr gut. Sind wir direkt da und mit ewig fahren, der da hingefahren ist. Wir müssen auch nicht selber fahren. Nur schnell laden lassen. Ja, siehst du, da sind wir doch. Hat ein bisschen was gekostet, aber. Also, so wenig Geld haben wir auch nicht. Das können wir uns schon leisten. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right.
I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. Oh. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Plead just... fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on! Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant! Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael? You're with us. What size flipper you wear? Agent Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Okay, das sieht wieder nach einem größeren Ding aus. Erstmal Michael im Tauchanzug. Und wir fahren mal die Küste runter, wie es da steht. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. This is the bay. We can get in through okay, the discharge tunnel. Ich glaube, bei GTA sind wir noch nie getaucht. Na, mal schauen. Ach doch, einmal, aber mit so einem Mini-U-Boot. Na, okay. Dann mal vor. Ach Gottchen, die Steuerung. So, warte mal. Ach so, nee, das ist Sound, das ist schlecht. Das wollen wir nicht. So, gut, genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt auf dem Weg zu einer Chemiefabrik. There'll be a grate over the outlet. Townley, you've got the cutter. When we get there, go to work punching through. Roger that. Ich glaube schon. Ja, genau. Na, komm. Ach nee, falsche Richtung. Nach unten, nach unten, nach unten. Da. Nein, nicht da lang. Was macht er denn? So. Jetzt wieder umdrehen. Huch, nee, Waffenrad braucht man nicht unter Wasser. So, hier ist es doch. I'm taking the oxyhydro cutter to the grate. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson.
Runde hier, schön an den grünen Punkten verlangt. So nicht ganz genau, aber ich denke mal, das geht trotzdem in Ordnung. So. Ah ne, anscheinend. Ah, okay, verstehe. Wir müssen da länger drauf bleiben. Müssen wir aufpassen auf den Treibstoff. Ah, das soll scheiße. Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha! I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, maybe some nipple clamps. So, die Hälfte ist geschafft. Und der letzte. Remember, the gas is low. That should do it. Okay, jetzt müssen wir ins Labor kommen. Sehen, wie wir da am besten hinkommen. Erstmal einfach der Tunnel lang schwimmen. You sure this thing comes out where you think it does? The intel is good. We're 100 yards out. Ah, I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change from beating up Trevor Phillips's ass all day. You feel that? Niemand ins Wasser gepinkelt. Oh, wenn das Rad jetzt angeht, das wäre ungünstig. The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. So, langsam müssen wir mal da sein, ja. This is the third turbine. Ja, hier ist doch gleich die Leiter. Komm gleich hoch. Na komm. So.